Man läuft ja auch immer Gefahr, wenn man hier vorne sitzt, das sozusagen so rauszuhauen. Wir wollen uns verbrüdern mit den Fans und so weiter. Ja, wir haben eine extrem luxuriöse Situation in Bremen und ein großes Privileg, dem wir uns aber auch bewusst sein müssen, dass die Fans uns auch in kritischen Situationen nahezu vorbehaltlos unterstützen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Fans ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, ob da Verantwortliche, da nehme ich mich mit rein, und Mannschaft auch wirklich mit diesem letzten Willen auf den Platz gehen, unbedingt dieses Ergebnis erzielen zu wollen. Und das ist dann wiederum unsere Aufgabe. Wir dürfen das auch nicht als Selbstverständnis hinnehmen, dass wir, egal wie wir spielen, immer unterstützt werden, sondern wir müssen das durch Leistung Woche für Woche auch wieder uns verdienen. Und ich glaube, da haben wir gegen Hannover hier im Heimspiel einen guten Anfang gemacht. Aber das sollte auch nur der Anfang gewesen sein. Und da sollten wir am Samstag gegen Stuttgart genauso weitermachen.